können wir denn die Pokale bekritzeln? Mist, der Stift hält nicht auf dem Glas. Können wir denn ihn bekritzeln? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Okay. Nein. Und okay, ich dachte, vielleicht hilft da der Stift irgendwie weiter, weil Unterschriften fälschen, ja, aber muss ich das Diplom mitnehmen? Nein, da ist kein geheimer Tresor. Stimmt, das hat's schon versucht. Boah. Damit komme ich aber eben. Nur fast. Ja, Befreiungsutensilien irgendwann. Achso, ich dachte, die kann man vielleicht noch kombinieren. Kombiniere? Wir sind die Pfefferkörner. Nee, halt hier den Stift. Mit Schublade. Ich bin nicht hier, um auf. Das stimmt. Ja, gut, dann gehen wir jetzt aber mal raus. Ach halt, Quatsch, wir haben ja hier noch den lieben Poki vergessen. Sprich, mein Freund. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel frappierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. Ja, danke für diesen Kommentar, der zum Glück keinen Spoiler beinhaltete. Und ich habe es wieder vergessen, vorher anzukündigen. Entschuldigung. Aber es war ja keiner drin. Von daher geht das noch gerade so durch, würde ich mal sagen. Ja, Schreibtisch, Stuhl. Ist hier noch irgendwo was? Nee, gut, gehen wir mal raus. So. Die Pflanze. Hier ist ja nicht besonders viel. Eine besonders rankige Ranunkel. Lexikon. Pflanzennamen im Lexikon-Nachschlager. Der. Zweitunbeliebtester Schlager. Was denn? Sogar unbeliebter als da steht ein Pferd auf dem Flur? Ui. Bester Naturdünger. Toll, jetzt hat es da wieder reingeschmissen. Du kannst es anmalen. Wozu? Es ist eine Legasthensie. Oh Mann. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Schade. Ja, hier mit dem Stuhlbein. Kannst du hier irgendwas machen? Nö. Doch. Hoppla. Absicht. Psst. Kannst du hier mit Poloschläger nochmal draufhauen? Hier habe ich bereits genug Schaden angerichtet. Okay. Ich sollte sie nicht auch noch demütigen. Die Wände können wir nicht bekritzeln, oder? Aber die Säule können wir jetzt benutzen. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Oh, beweglich? Moment. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Red mal mit der. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen. Benutz mal. Aha, guck an. Okay, also wir können das vor die Tür stellen. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. Was sagt er denn zur Pflanze? War ich das etwa? Steh dazu. Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter. Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal hier rein.
Ach ne, halt, hier war noch der Poki, also Achtung, Spoiler. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Randale. Yippie. Ja, der hätte uns wieder gespoilert, hätten wir die Pflanze nicht schon umgeschmissen. Also, so viel dazu. So, was haben wir hier? Ein Raum, aus dem... Können wir das Licht anmachen? Ha, Tatsache, guck mal an. Kann hier sogar das Licht anmachen. Wie cool ist das denn? So, schauen wir uns mal den Schrank an. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Können wir das mitnehmen? Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Ja. Buh! Keine Reaktion. Da komme ich nicht ran. Chemie mit Au- Okay, was sagt das Lexikon? Chemie, die Lehre der Elemente. Ein Haufen weißer Kittel. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein, mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja, atomfrisch. Die unterscheiden sich nicht von meinem... Was sagt denn das Lexikon dazu? Wäsche, die. Sammelbegriff für Bekleidungstextilien. Sollen wir denn da eine Alf-Puppe? Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Was? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Warum? Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Vielleicht habe ich mein... Aber... Was sagt denn das Lexikon dazu? Alf, Alf, Alf... die Seite fehlt. Das Lexikon hat auch seinen Stolz. Okay. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Okay, das war jetzt aber nicht Harvey. Pfoten weg. Huch. Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Okay, schön. Wer oder was bist du? Du kannst sprechen? Kennst du einen Weg hier raus? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Ich gehe dann mal wieder. Ja, fangen wir wie immer oben an. Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Ach, die Sachen sind so genial. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Ach so, ja dann. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Okay, dann ciao, Bob. So. Ciao, Bobo. Ach, stimmt, Bo heißt er nicht, Bob. Bob war wer anders. Gehirn, das grau bezählter IQ-Container. Ein menschliches Organ, das den Besitzer befähigt, Talkshows wegzuschalten. Können wir es denn benutzen? Benutzen! Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht
in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Oh Mann. Nette Farbe. Gut, okay. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Hallo, Mixer. Hallo, Mixer. Der ist kaputt. Was sagt das Lexikon dazu? So sind die Texte für die neuen Star Wars Filme entstanden. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Schmeckt nach Ananas. Du hast das gerade probiert? Okay. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Juhu! All unsere Probleme gelöst. Schmeckt nach Ananas. Radioaktive Verseuchung. Die. Hey, hier ist ein Foto von Hulgur. Gut, die Wäsche hatten wir schon. Was haben wir hier? Comic? Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Todesbrote? Etwa Bernd? Wir reden erstmal damit. Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Juhu. Ich lese es später. Dann nimm es mal mit. Eins der besten Utensilien in diesem Spiel. Jetzt benutzen wir mal das Comic-Heft mit dem Lexikon. Comic-Heft. Das Comic-Hefts. Plural Comic-Hefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Das war ja auch schön. Okay. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Ist das so? Naja. Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Und ich dachte, er wollte was zu lesen haben. Was gammelt denn da eigentlich rum? In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar auf Nützlich Boys Chemiebaukasten. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Oh. Du siehst aus, als hättest du deine Hose verloren. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Nein, danke. Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt auch wieder ein Comic-Kommentar. In diesem Bild verwechselt Captain Unbrauchbar links und rechts. Also ihr seht, man kann ja haufenweise Zeug mit allem und jedem kombinieren. Und das machen wir natürlich auch. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte, als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Die Wäsche hatten wir schon. Da liegt nichts mehr. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Die sind unvollständig. Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Geht nicht, die sind unvollständig. Wozu? Die sind unvollständig. Okay, das hast du jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. Was sagt das Lexikon dazu? Ach, mit W. Es heißt also Bovling. Merkt euch das, Kinder.
falls hier Kinder zugucken. Die erinnert mich an Hulgur. Ja, durchaus. Hulgur? Bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Geht nicht. Die Kegel sind nicht vollzählig. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Schade. Ach, mit wem? Merkt euch. Ach so, das, ja, hatten wir, glaube ich, schon. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Okay, ihr hattet einmal einfach mal bei beiden das gleiche verwendet.